Also ich hoffe, es ist einigermaßen, sorry. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden bereits, dass man im Mittelalter eben doch wusste, dass die Erde kugelförmig ist. Ein bisschen gehe ich noch darauf ein, woher all diese Mythen kommen. Also da gibt es verschiedene Einflüsse, wie man auf sowas kommt, das den Menschen damals überhaupt zu unterstellen. Hat auch nicht wenig mit der Aufklärung selbst zu tun im 18. Jahrhundert, als Voltaire und Konsorten ein bisschen, ja, die haben ja eine Art von Privatkrieg gegen die katholische Kirche von Frankreich, die sehr intolerant war, geführt und haben dann so eine Art von Mythologie aufgestellt, die sie besonders gut aussehen lassen und die Kirche und ihre Hochzeit, hier das Mittelalter, besonders schlecht. Das ist ein Faktor, es gibt auch viele andere. Aber kommen wir jetzt erstmal zu Hypatia von Alexandrian. Ja. Hier wären wir bei Carl Sagan himself, sehr wichtiger Skeptiker. Er machte die ursprüngliche Kosmos-TV-Serie und mochte ebenso nicht gerne in Geschichtsbücher reinsehen, denn sobald es um Geschichte ging, wird das eher so mythologisch. Da ging es, bei ihm geht es eben auch um diesen großen angeblichen Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft, zwischen dem Christentum insbesondere und der Wissenschaft. Das ist selbst, also historisch betrachtet, zum größten Teil ein Mythos. Hier und da kann man vor allem nach Galileo durchaus einen Konflikt ausmachen. Aber ein größerer Teil davon ist eigentlich auch mythologisch. Und er sagte: Kyrill, der Bischof von Alexandria, verachtete Hypatia, zum Teil wegen ihrer engen Freundschaft mit einem römischen Statthalter, aber auch wegen dem, was sie symbolisierte. Sie war ein Symbol für Bildung und Wissenschaft. Naja, daran stimmt, dass es Kyrill gab und Hypatia, die politisch auf ein gegenseitiges Verhältnis hatten. Hypatia war tatsächlich befreundet mit einem römischen Statthalter. Ich denke nicht, dass Kyrill Hypatia verachtet hat. Das ist einfach wahnsinnig unplausibel. Und insbesondere hat er sie nicht verachtet dafür, dass sie ein Symbol für Bildung und Wissenschaft war. Ganz im Gegenteil, was sie dafür sehr anerkannt, werde ich noch belegen. Hypatia. Hier haben wir ein Gemälde aus dem viktorianischen Zeitalter. Also, das heißt deswegen auch so, weil England, Großbritannien in der Zeit der Kolonialherrschaft 19. Jahrhundert kulturell dominant war im Westen. Aus dieser Zeit kommen viele dieser Mythen, weil man hier die Wissenschaft stark glorifiziert hat und alles andere stark abgewertet hat. Hypatia gehört zu dieser Wissenschaftsglorifizierung dazu. Und hier haben wir von Julius Kronberg ein Gemälde von ihr, das sie eben als große Philosophin und Gelehrte darstellt in der Antike. Wir befinden uns hier übrigens im ungefähr 4. Jahrhundert nach Christus, zweite Hälfte, in Ostrom, dem Byzantinischen Reich. Also, was sagt denn dieser Mythos? Was behauptet man über Hypatia? Man sagt, sie war eine Freidenkerin, eine Skeptikerin, wahrscheinlich eine Atheistin, die sich der Religion widersetzte. Also mit anderen Worten, eine wie wir, in diesen Kreisen soll sie auch gewesen sein. Eine bedeutende Wissenschaftlerin, Astronomin und Mathematikerin. Wir halten uns ja auch für bedeutend. Also es geht viel Projektion irgendwie hier vonstatten. Sie soll die Erfinderin gewesen sein des Astrolabiums und des Hydroskops. Das Astrolabium ist so ein Mechanismus, der den Sternenhimmel abbildet. Und das Hydroskop oder Areometer dient zur Messung der Dichte von Wasser, relativ simples Gerät. Und sie soll die erfunden haben. Was hat sie noch alles geschafft? Das ist schon mal soweit nicht schlecht. Wir haben übrigens hier auf der rechten Seite den Film, der neuerdings ihren Mythos wieder verankert hat in unserer Kultur mit Rachel Weisz von den Mumie-Filmen. Agora, die Säulen des Himmels, und dort wird das auch nochmal alles schön dargestellt. Eher so die Mythologie von ihr, nicht die Geschichte. Allerdings, die Filmemacher haben behauptet, das wäre historisch. Nein, nein, nein. Sie soll außerdem gewesen sein, die Leiterin einer Schule für neuplatonische Philosophie in Alexandria, und man stellt sich da irgendein Schulgebäude vor,
wo sie die Direktorin war. Und Alexandria, da gibt es hier auch noch diese Bibliothek, also die große Bibliothek von Alexandria. Dann machen wir sie doch noch zur großen letzten Bibliothekarin dieser Bibliothek, wo wir schon dabei sind. Sie war natürlich ihr ganzes Leben lang jung und schön, aber sie heiratete nie für ihre Unabhängigkeit, wie eben eine moderne Feministin, also wieder mal eine Rückprojektion. Nun, ihr schreckliches Ende wird auch gerne und oft thematisiert, auch in der Kunst übrigens. Hier haben wir die junge Hypatia, die kurz vor ihrer Ermordung dargestellt wird, auch natürlich im 19. Jahrhundert mal wieder. Sie soll von einem Mob aus christlichen Mönchen aus Hass auf ihre Gelehrsamkeit ermordet worden sein. Und dabei wurden ihr mit Muscheln die Haut abgezogen von diesen Barbaren, die man sich so ein bisschen vorstellt wie die Taliban. Und so sollen die Christen auch mal gewesen sein. Nein, waren sie nicht. Ihr Tod beendete die intellektuelle Tradition Alexandrias, weil es muss eine signifikante Person gewesen sein, dann war ihr Tod eben auch sehr signifikant. Und das Ende der klassischen Zivilisation halten wir uns nicht mit Kleinigkeiten auf. Und das Mittelalter begann, weil sie ermordet wurde. Alles wegen ihr. Also natürlich passt das alles nicht so recht zu den Fakten. Aber was sind überhaupt die Fakten? Die historische Hypatia war eigentlich auch eine sehr interessante Person. Und ich kann schon sagen, eine Person, von der man durchaus einen positiven Eindruck gewinnen konnte, aber sie war nicht das, was man aus ihr gemacht hat. Sie lebte 355 bis 415 oder 16 nach Christus. Wissen wir nie so genau mit diesen antiken Gestalten, wann sie gelebt haben. Sie gehörte zur reichen Oberschicht einer der größten Städte des Oströmischen Reiches, Alexandria. Das ist auch wichtig zu wissen als Hintergrundinformation. Sie gehörte zur herrschenden Klasse, wie das manche ausdrücken möchten. Und das war natürlich auch noch eine Sklavenhaltergesellschaft. Also ihr ging es nicht gerade schlecht. Sie war die Tochter des Mathematikers, Astronomen und Astrologen Theon von Alexandria, der 330 oder 35 bis 400 nach Christus lebte. Sie arbeitete und lehrte zusammen mit ihrem Vater. Die haben ungefähr dasselbe gemacht. Sie heiratete tatsächlich nie, allerdings eher aufgrund ihrer asketischen Überzeugungen. Sie hatte ja diese neuplatonische Philosophie. Es war eine sehr metaphysiklastige Philosophie, die sich um die Platons Ideenlehre weiterführte und ausweitete. Wir haben hier solche Ideen wie den Weltgeist, wir haben das Eine, die höchste Abstraktion. Es ist eine Philosophie und keine Religion. Sie hat allerdings das Christentum beeinflusst. Viele von Hypatias Schüler waren Christen, sie fanden das ganz gut kompatibel mit ihrem Weltbild. Trotzdem, fairerweise, Neoplatonismus ist keine Religion, sondern eben eine reine Philosophie. Und Hypatia selbst hat sie als reine Philosophie verstanden und auch so gelehrt. Ihre wichtigsten Werke, ich muss dazu sagen, keines ihrer Werke ist überliefert, auch kein Zitat. Wenn irgendwer Hypatia zitiert, und das geschieht oft im Internet, ist das automatisch falsch. Es gibt keine Zitate von ihr. Wir haben nichts überliefert. Wir haben nur indirekte Quellen, die über sie reden, von ihr reden, aber nicht sie selbst. Man hat das so rekonstruiert, dass ihre wichtigsten Werke wahrscheinlich die folgenden waren: Ein Kommentar, also ein philosophischer Kommentar zu den Kegelschnitten des Gelehrten Apollonius von Perga aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Ein Kommentar zu den Handtafeln des Ptolemäus. Und ein dritter zu den Arithmetika des Mathematikers Diophantus von Alexandria aus dem 2. bis 3. Jahrhundert nach Christus. Ja, das wird den meisten wahrscheinlich sehr wenig sagen, außer Ptolemäus, der Urheber des geozentrischen Weltbilds mit der Erde im Mittelpunkt des Universums, was falsch ist, aber er war natürlich sehr einflussreich und ansonsten kennt man das wahrscheinlich eher nicht so. Man kann schon ein bisschen vermuten, ganz so wichtig kann sie ja dann auch wieder nicht gewesen sein.
wenn man ihr das andichten möchte, auf einem Level mit etwa Platon und Aristoteles gewesen zu sein, kann ich vollkommen vergessen. Aber andererseits, man hat damals üblicherweise solche Kommentare geschrieben, Neuauflagen, Übersetzungen der Werke bekannter Philosophen ist nicht untypisch. Sie hat das gemacht, was andere Philosophen und Philosophinnen, es gab andere Philosophinnen, auch gemacht haben. Erfunden hat sie nichts, ich habe aber auch nichts erfunden, ist insofern auch egal. Ich habe nur den Begriff Kuschelatheisten erfunden und ansonsten gar nichts. Man muss ja nichts erfinden, aber das wurde ihr jedenfalls angedichtet. Sie konnte mit Philosophinnen und Philosophen, wie schon gesagt, ihre Zeit mithalten. Sie hat aber keine, soweit wir das sagen können, bedeutenden originellen Beiträge geliefert. Muss sie ja auch nicht, aber hat sie ja auch nicht. Sie war eine eher konservative, könnte man sagen, neoplatonische Lehrerin in der Schule, so genannt, ihres Vaters. Konservativ in dem Sinne, dass sie eben den Neoplatonismus einfach gelehrt hat, ohne, so wie er damals typisch war und üblich war. Und die Progressiven, ironischerweise, waren diejenigen, die religiöse Riten reingemischt haben in den Neoplatonismus. Also nach unserem Verständnis wären die Konservativen eher progressiv oder so, aber wie auch immer. Jedenfalls hat sie den Neoplatonismus in Reinform gelehrt und diese private Lerngruppe, die Schule, ne, das ist kein Gebäude gewesen, das ging darum, das war eine Lerngruppe. Ihre Schüler waren aber sehr, sehr wichtige Figuren der Antike, die gehörten zu der herrschenden Klasse ihrer Zeit, das habe ich vorhin schon angedeutet, dieser Statthalter. Den sie auch beraten hat. Und das waren so, war so ihr Milieu eigentlich, Leute, die durchaus zur Oberschicht eben gehörten und ihre Studenten auch so. Sie und ihr Vater schrieben mystische Texte. Also der Punkt des Ganzen ist, ne, man stellt sich vor, das war so eine moderne Wissenschaftlerin und so eine kritische Rationalistin oder sowas. Naja. Also sie und ihr Vater schrieben auch mystische Texte über das Vorhersagen der Zukunft aus dem Verhalten von Vögeln, die sogenannten Auspizien, die damals beliebt waren. Sie schrieb Texte über Traumdeutungen und Orakel. Das würde ja jetzt eine moderne Wissenschaftlerin eher nicht so machen. Und das ist eben sehr typisch für ihre Zeit. Sie war eine Frau ihrer Zeit. Sie war nicht eine moderne Wissenschaftlerin. Nun hatte ich angedeutet, es gab ja noch andere Philosophinnen, denn aus ihr wird natürlich neben anderen hervorstechenden Eigenschaften auch noch eine moderne Feministin gemacht. Ja, nein. Es war auf jeden Fall natürlich ungewöhnlich, dass eine Frau eben nicht heiratete und keine Priesterin wurde, ein bisschen wie im Mittelalter auch. Und stattdessen eben eine Gelehrtin war, so wie Männer, also völlig die Norm war es jetzt auch wieder nicht, aber sie war bei weitem nicht die einzige und nicht die erste. Es gab noch eine ganze Reihe weiterer Gelehrtinnen der Antike. Es gab natürlich Aspasia, Diotima, Arete von Kyrene, Hipparchia, Pamphile, Pandrosion, Sosipatra, Asklepigenia und Edesia. Einige davon haben zu ihrer Zeit ungefähr gelebt. Pandrosion und Sosipatria. Insofern, sie war nicht mal in ihrer Zeit die einzige. Es ist einfach, ja, man liest da gerne Sachen rein, man will Geschichten hören. Naja, ich erzähle keine Geschichten, ich erzähle so, wie das eben, soweit wir das rekonstruieren können, war. Also, wie ist sie denn nun gestorben? Sie war tatsächlich eine Beraterin des christlichen Präfekten Ägyptens, namens Orestes. Orestes führte einen Machtkampf mit Kyrill von Alexandria, dem christlichen Patriarchen Alexandrias. Die waren beide Christen, also der Präfekt da und der Bischof hier, der christliche Patriarch, waren beides Christen. Das war kein Konflikt zwischen den griechischen Freidenker, Wissenschaftlern und den Christen, die dann das irgendwie kaputt gemacht hätten. Darum ging es überhaupt gar nicht. Im Gegenteil könnte man eher sagen, Kyrill von Alexandria war hier eher der Rebell. Er hat ja seine Unterstützer unter den Armen der Bevölkerung, unter den weniger Wohlhabenden. Und der Orestes war eigentlich eher so die etablierte herrschende Klasse.
Man sympathisiert aber doch eher mit dem anderen. Wobei man sagen muss, kann ich verstehen, in Kyrenia von Alexandria hatte, ja, er war ein sehr, der hatte so eine kurze Zündschnur, könnte man sagen. Kurze Geduld, er war aggressiv, er hat an Straßenschlachten teilgenommen. Klingt vielleicht erst komisch für so einen christlichen Patriarchen, aber war es eigentlich nicht in Alexandria zu der Zeit. Da gab es ständig Straßenschlachten zwischen verschiedenen zerstrittenen Lagern. Und es gab tatsächlich auch diese jungen asketischen Mönche, die auf seiner Seite an den Straßenschlachten sich beteiligt haben. Also ja, die gab es, die haben andere verprügelt. Und es ist heute natürlich seltsam, sich das über Mönche vorzustellen. Aber so wie die Taliban waren die natürlich nicht. Das ist eine krasse Übertreibung. Das ist Unsinn. Es war einfach Alexandria, würde man sagen. Hätte man damals auch gesagt, ja, willkommen in, heute würde man sagen, willkommen in LA oder so. Aber damals war es willkommen in Alexandria. Hier ist schon wieder eine Bombendrohung oder so. Oder schon wieder eine Straßenschlacht. Ja, so war das. Also, warum wurde sie ermordet? Ein Gerücht machte die Runde, dass Hypatia von einer Versöhnung mit Kyrill abgeraten haben sollen. Und hätte man sich in dieser Stadt mal ganz gerne so eine Versöhnung gewünscht zwischen zwei verfeindeten Lagern, weil man da sowieso ständig irgendwelche Unruhen hat. Und dann ist es schlecht, wenn jemand davon abraten soll. Hat sie aber wahrscheinlich historisch tatsächlich nicht. Nun berichtet Sokrates Scholastikos, eine früheste Quelle über sie in seiner Kirchengeschichte, Historia Ecclesiastica, folgendes: Sie wurde im Alter von über 60 Jahren, also von wegen jung und schön, meinetwegen schön, aber nicht jung, von Kyrills Anhängern ermordet. Zu einer Kirche wurde sie verschleppt, dort ausgezogen, mit Dachziegeln gesteinigt, ihre Leiche wurde zerrissen und verbrannt. Schön ist das jetzt auch nicht, aber die Sache mit den Muscheln ist erfunden, beziehungsweise ist das eine falsche Übersetzung von den Dachziegeln. Eigentlich geht es hier um die Dachziegel. Und ihr wurde nicht die Haut abgezogen. Trotzdem natürlich nicht sonderlich schön. Ausgezogen und gesteinigt werden muss jetzt auch nicht sein. Zum Kontext muss man sagen, das war so ungefähr die Art, wie man politische Gegner auf der Straße hingerichtet hat. Also, ja. So war das. Und das kam auch nicht ständig vor, aber wenn man jemanden ermordet hat, dann schon ungefähr so. Und dieses Ganze mit Leiche zerreißen und verbrennen war halt so diese. Man wollte damit sie und ihren ganzen Einfluss auslöschen. So, man hat ja im Mittelalter auch dann die Heretiker verbrannt. Das ist dieselbe Idee. Diese einfach vollkommene Vernichtung von nicht nur einer Person, sondern auch diesem Einfluss, den diese Person auf die Welt hatte. Üble Sache. Aber ja, Antike eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Dieser Mord hatte nichts zu tun mit dem Christentum, wie schon gesagt. Beide Lager waren ja Christen, nur sie selber nicht, ja, aber das ist auch egal. Denn sie war sehr anerkannt, sie hatte ja christliche Schüler, das ging einfach nicht darum. Und hatte nichts mit ihren Lehren zu tun, ich werde das auch noch belegen. Beide Seiten des Streits waren ja eben Christen, wie schon gesagt. Der Mord resultierte vielmehr aus einer politisch aufgeladenen Stimmung in dieser hitzköpfigen Stadt Alexandria, wo es ständig irgendwelche Straßenschlachten gab. So muss man sich das eher vorstellen. Der Rest des Mythos: Das intellektuelle Leben ging nach Hypatias Tod in Alexandrien ungetrübt weiter. Bis hin zur muslimischen Eroberung im Jahr 600. 41 nach Christus, und bevor jemand was sagt dazu, nein, danach ging es auch weiter. Nur Kairo wurde dann zum intellektuellen Zentrum und nicht mehr Alexandria. Der Anbruch des Mittelalters in Westeuropa hat nichts mit einer ermordeten Philosophin in Ostrom zu tun. Keine Ahnung, wie man darauf überhaupt kommt. Die große Bibliothek von Alexandria gab es zu Hypatias Lebzeiten bereits nicht mehr. Also war sie natürlich nicht die Direktorin dieser nicht mehr existenten Bibliothek. Trotz alledem, ich habe eher ein positives Bild von Alexandria gewonnen. Sie war jetzt vielleicht keine super herausragende Person insgesamt historisch, aber es sprach doch einiges von ihr. Das sagen alle, die sich hier über sie geäußert haben, Sokrates Scholastikus, ich vorhin schon erwähnt habe.
schreibt, wie man sie sich vorzustellen hat. Aufgrund der Selbstbeherrschung und des lockeren Benehmens, die sie durch die Kultivierung ihres Geistes erlangt hatte, trat sie nicht selten in Gegenwart der Magistraten in der Öffentlichkeit auf. Magistraten waren die Herrscher der Stadt, das war so ein Ehrenamt. Sie schämte sich auch nicht, zu einer Versammlung von Männern zu kommen. Denn alle Männer verehrten sie wegen ihrer außergewöhnlichen Würde und Tugend umso mehr. Also gar nicht schlecht eigentlich. Und ist das aber auch wahr oder sagt nur er das? Also, zweite Quelle. Damaskios, der schreibt auch in das Leben des Philosophen Isidoros über Hypatia, auch eine wichtige Quelle über sie. Das Ding ist, er war Mitglied in einer rivalisierenden neoplatonischen Schule. Es war also ein intellektueller Gegner, das war jetzt nicht Gegner in dem Sinne, dass er sie irgendwie umgebracht hätte oder so, aber er war ein intellektueller Gegenspieler und trotzdem lobt er sie doch deutlich. Er schreibt, weil sie geschickt und wortgewandt in ihren Reden und weise und politisch tugendhaft in ihren Taten war, schien die Stadt sie zu lieben und warf sich besonders vor ihr nieder. Und die Gouverneure begrüßten sie immer zuerst, wenn sie in die Stadt kamen. Also, die Magistraten quasi sind das auch. Sie war beliebt und ich denke, sie hatte diesen irgendwo moderierenden Effekt auf die Stadt. Sie hatte eher einen moderaten Charakter durch ihre Gelehrsamkeit. Es war eine sehr hitzköpfige Stadt. Sie hat das Ganze ein bisschen abgekühlt durch ihren Waisenrat. Und das hat auch einfach jeder anerkannt, wie es aussieht, auch ihre Gegner. Also eigentlich sehr positive Figur, Hypatia. Warum muss man eine Heilige aus ihr machen? Einfach lassen und die historische Person so nehmen, wie sie war. Und das war eigentlich eine positive Figur.